So buchst du nie wieder die falschen Flüge. Das Sonnenklar TV Travel ABC. Wenn dir ein Flug ohne jegliche Unterbrechungen, also Zwischenlandungen oder Umsteigen wichtig ist, solltest du gezielt nach Non-Stop-Flügen suchen. Ein Non-Stop-Flug hebt an deinem ausgewählten Abflughafen ab und landet erst wieder am letztendlichen Zielflughafen, sofern aus technischen Gründen oder anderen Notfällen keine Stops oder Zwischenlandungen notwendig sind. Anders sieht es da beim sogenannten Direktflug aus. Das klingt zwar erstmal so, als würde man auch hier auf direktem Wege quasi ohne Stops und Landungen zum Ziel gelangen, muss aber nicht immer der Fall sein, denn hier können Zwischenlandungen planmäßig vorgesehen sein. Zweck hierfür könnten Auftanken des Flugzeugs oder der Austausch des Bordpersonals sein. Außerdem könnte es sich auch um einen sogenannten Codeshare-Flug handeln. Hier teilen sich verschiedene Fluggesellschaften die Strecke auf, nutzen aber die gleiche Flugnummer. In diesem Fall wird dann meist sogar ein Umstieg in ein anderes Flugzeug nötig. Übrigens, ein weiterer Begriff, der euch auf der Suche nach passenden Flügen über den Weg laufen könnte, ist der Linienflug. Das sind Flüge, die regelmäßig zu festen Zeiten und auf festen Strecken verkehren. Das Gegenteil hiervon wäre quasi der Charterflug. Die werden aufgrund von hoher Nachfrage, zum Beispiel während den Ferienzeiten, oftmals zusätzlich durch Reiseveranstalter gebucht. Habt ihr Fragen zum Thema oder sollen wir euch demnächst weitere Begriffe aus dem Tourismus erklären? Dann lasst es uns in den Kommentaren wissen.